Hallo ihr Lieben, Rizzo Hautu, ich mache euch jetzt ein Chimichurri, zeige ich euch. Und zwar für mein Barbecue bereite ich mir das vor. Chimichurri ist eine Marinade oder eine Salsa quasi aus der südamerikanischen Region und wird hauptsächlich eigentlich verwendet für gegrilltes Fleisch, Fisch, wie auch immer. Besteht hauptsächlich im Prinzip aus frischen Kräutern, das heißt Petersilie, in dem Fall hier in Salbei habe ich genommen, Knoblauch, Chili, Essig, Wasser, Salz und Knoblauch. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. So ihr Lieben, hier habt ihr die ganzen Ingredienzien. Frische Blattpetersilie, bisschen Salbei, Zitrone, die Chili, Knoblauch. Und hier habe ich im Prinzip schon aufgelöst. Das ist einfach nur Wasser und mein Bergkernsalz einmal aufgekocht und einen kleinen Schuss Apfelessig dazu. Und das wird im Prinzip die Grundlage der Marinade halt sein. Alles grob geschnitten hier. In dem Fall die Blattpetersilie. Wichtig ist, dass es auf jeden Fall vor eurem Barbecue vielleicht einen Tag vorher schon vorbereitet, damit es auch wirklich schön durchziehen kann. So, das muss im Prinzip hier nur grob durchgehackt werden. Oh, herrlich, dieser Duft von frischer Petersilie. I love it. So, jetzt kommt hier noch der Knoblauch dazu. Dann nehmen wir uns mal einfach 4 Zehen von dem frischen Knoblauch daher. So, den schneidet ihr jetzt einfach klein. Denkt dran, wenn er einen Keimling drin hat, den mit zu entfernen. Grob runterschneiden. Ja, das kann dann schon gleich in das Gläschen rein hier. So, jetzt kommt hier der Salbei noch dazu. Den schneidet er auch so einfach runter hier. Okay, ab zur Petersilie mit eingemischt. Jetzt haben wir hier noch unsere Cayenne-Schote. Cayenne-Schote ist eine Pfefferschote. So, schneidet hier schön an dem Kerngehäuse vorbei. Hep, macht den Test. Hinten an dem Kerngehäuse, dort wo die Kerne sind, dort hat sie eigentlich ihre Schärfe. Ja, die ist gut verträglich. Die schneidet ihr auch bloß in kleine Würfel. So, jetzt habt ihr hier noch eine Bio-Zitrone. Schnappt ihr euch eine Microplane. Also eine feine Reibe. Man reibt im Prinzip nur das Gelbe der Schale in die Chimichurri rein. Ja, es gibt dann so einen richtig schönen frischen Kick. Wichtig dabei, wirklich nur das Gelbe mitzunehmen und nicht diese weißen Teile der Zitronen. Das sind Bitterstoffe, die wir natürlich dort nicht mit drin haben wollen. So, jetzt kommt hier einfach nur noch Petersilie mit dazu und der Salbei. Ja, das fällt dann auch ein bisschen zusammen. Also es kann ruhig hier gut gefüllt sein, das Glas. Hep. Und jetzt gebt ihr hier ganz einfach das Salzwasser mit dem Essig hier dazu. Das kann ruhig straff gesalzen sein, ne? Soll ja eine schöne Würze haben. So, zum Schluss noch ein bisschen Olivenöl oben drauf. Gut, nochmal einen Löffel genommen. Das Ganze mal so ein bisschen andrücken hier. Und morgen, wenn das dann schön durchgezogen ist, dann rühre ich es um. So, perfekt. Deckel zu. So sieht's aus. Chimichurri, feuerfrei. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, euer Rizzo.